Bei der roten Ampel geht es Ihnen wahrscheinlich auch so wie Matthias Fiedler. Jetzt ist schon wieder rot. Könnte ich natürlich mal ganz bequem meine E-Mails checken. Aber das darf man ja nicht im Straßenverkehr. Was ich machen könnte, wäre zum Beispiel mal ein bisschen am Radio rumdaddeln. Oder eine Kleinigkeit essen. Ja, aber sind diese Ablenkungen eigentlich weniger riskant? Wir verwandeln für Sie gefährliches Halbwissen in echtes Wissen. Viel Spaß. Unser erstes Experiment zum gefährlichen Halbwissen ist tatsächlich zu gefährlich im Straßenverkehr. Deshalb ist Matthias auf dem ADAC-Testgelände in Regensburg. Hier unterstützt ihn Fahrtrainer Tom Keil. Du hast heute exklusiv die Anlage für dich alleine. Dann bin ich beruhigt. Heute geht es um Sicherheit und Ablenkung. Tom hat einige Überraschungen für Matthias parat. Wie diese Poller und einen Slalomparcours. Hier testet Matthias drei Ablenkungen auf der Straße. Er soll eine SMS schreiben, was essen und das Navi einstellen. Zwei Ablenkungen sind erlaubt, eine ist verboten. Um die größte Ablenkung zu finden, hilft Dr. Daniel Damböck. Daniel hat eine ganz spezielle Brille. Mit der analysiert er Matthias' Aufmerksamkeit während der Fahrt. Das ist seine Hightech-Brille, ja? Ja, mehr oder weniger eine Brille. Das ist ein Eye-Tracking-System. Heißt also, eine integrierte Kamera erkennt Matthias' Pupillen. Wir sehen nun genau das, was Matthias sieht. Und vor allem, wie lange er den Blick auf der Straße hat. Zuerst wollen wir damit herausfinden, wie sehr lenkt ihn das Smartphone ab? Fahrtrainer Tom schätzt sein Fahrverhalten ein. Ein Versuch dauert 90 Sekunden. Matthias' erste Aufgabe? Eine SMS mit folgendem Inhalt schreiben. Ein Smartphone lenkt mich nicht ab. Gefährliches Halbwissen? Oh, probieren wir es doch mal. So. Smart. Boah. Phones. Die Aufgabe überfordert Matthias. Für ihn wird die Straße zur gefährlichen Nebensache. Fahrtrainer Tom beobachtet das kritisch. Und hier hat man auch wunderbar wieder gesehen, wie kurz der Blick nach unten geht, von der Strecke weg. Dann nochmal korrigierender Blick kurz nach oben mit dazu. Also bei 4-5 Sekunden wäre das im Grunde genommen ja eigentlich die komplette Gerade schon, die er jetzt eigentlich fährt, ohne überhaupt immer auf die Fahrbahn zu achten. Bei 50 Kilometern pro Stunde bedeutet nur ein kurzer Blick aufs Handy 30 Meter blinde Fahrt. Das war der absolute Horror jetzt. Also vor allem hier irgendwie auf diesem Slalom-Parcours und dann hier tippen und drauf gucken. Also muss mich entscheiden, entweder schreibe ich oder ich fahre. Aber dieses gleichzeitig machen hat sich für mich gerade angefühlt, als wäre ich völlig wahnsinnig. Doch wie abgelenkt war Matthias wirklich? Daniel analysiert, wie viele Sekunden Matthias aufmerksam gefahren ist. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal deine Ergebnisse an. Du hast jetzt bei dieser Fahrt 30% der Zeit nur nach außen geschaut. Das ist krass und das schockt mich auch ein bisschen. Von 90 Sekunden war Matthias 60 Sekunden abgelenkt. Fakt ist, das Smartphone während der Autofahrt zu benutzen, ist gefährlich. Aber gefährlicher als Dinge, die erlaubt sind? Jo, ich hätte gern zwei Cheeseburger und eine Pommes, bitte. Kannst du haben. Danke dir. Hau rein. Essen während der Fahrt, im Gegensatz zum Smartphone, erlaubt. So, wo ist denn jetzt mein Burger überhaupt? So. Das Auspacken erweist sich als schwierig. Scheiße, habe ich mich gut eingesaugt. Das ist so leicht beim Essen. Ketchup auf der Hose. Schlangenlinien auf der Straße. Zumindest bis er den Burger ausgepackt hat. Das Essen selbst läuft geregelt ab.
Der einzige sichtbare Schaden ist eher harmlos. Hast du ein Taschentuch, Daniel? Nein, habe ich leider nicht dabei. Guck mal, wie ich aussehe. Alter Schwede, du. Ja, guck mal, hier unten vor allem. Aber was sagen die Zahlen? Und wo lag Matthias Aufmerksamkeit? Wenn wir uns das Blickverhalten anschauen, dann sieht man hier, dass du auch hier nur 60% der Zeit auf die Straße geschaut hast. Auch das ein erschreckender Wert. 36 Sekunden ist Matthias blind gefahren. Aber im Vergleich zum Smartphone hat er doppelt so lange auf die Straße geschaut. Beim finalen Test mit dem Navi wird es eine Überraschung geben. Davor checkt Matthias ein weiteres gefährliches Halbwissen über Musik hören beim Fahrradfahren. Machen viele. Und die hören außer Musik nichts. Hast du was gesagt? Ich höre gar nichts. Das ist gefährlich. Aber auf halber Lautstärke ist Musik beim Radeln durchaus erlaubt. Deshalb auch ungefährlich. Hier will Matthias überprüfen, ab welcher Entfernung er Verkehrsteilnehmer wahrnimmt. Genauer gesagt, dieses Auto. Das beschleunigt gleich auf 50 km pro Stunde. Der Test: Matthias soll die Hand heben, sobald er es hört. Ohne Musik kein Problem. Wow, die ist ja echt noch weit weg. 15, 15, 20, 25, 30 Meter. Da kann man auf jeden Fall bei Gefahren noch locker reagieren. Doch wie locker geht's mit ordentlich Beat auf dem Ohr? Matthias dreht richtig auf. Beim durchschnittlichen MP3-Player rund 100 Dezibel. So laut wie eine Kreissäge. Boah, ich höre gar nichts mehr. Und darum ist es im echten Straßenverkehr auch verboten. Denn jeder Verkehrsteilnehmer muss seine Umwelt immer wahrnehmen können. Gut für Matthias, er hebt die Hand. Schlecht, das Auto ist schon direkt neben ihm. Wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen geschlingert wäre oder so, das hätte gefährlich werden können. Also mit volle Pulle hörst du fast gar nichts. Ab jetzt halbe Lautstärke, denn das ist erlaubt. Matthias dreht von 100 Dezibel auf ca. 60 runter. Zimmerlautstärke. Reicht das, um seine Umwelt wahrzunehmen? Oder gefährliches Halbwissen? Meine Herren, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Auto schon wieder so nah dran ist. Ich habe gerade mal halbe Lautstärke gehört und immer noch fast nichts vom Straßenverkehr mitbekommen. Also halbe Lautstärke hören, im Straßenverkehr funktioniert, das ist gefährliches Halbwissen. Matthias Experiment zeigt, Musik im Straßenverkehr ist gefährlich. Besser die Umgebung genießen und ohne Musik radeln. Im nächsten gefährlichen Halbwissen geht's um den halben Tachoabstand. Hat doch jeder schon mal gehört. Ein halber Tachoabstand zum Vordermann reicht immer aus, oder? Also hier gibt es schon so einige Kandidaten, die ganz schön dicht auffahren. Eigentlich sagt man ja mindestens ein halber Tacho Abstand. Aber reicht das aus? Ist man dann schon sicher? Oder ist das vielleicht sogar gefährliches Halbwissen? Das testet Matthias auf einem verkehrssicheren Gelände. Die zwei Autos beschleunigen auf 60 km pro Stunde. Matthias hält also laut der halben Tacho-Regel 30 Meter Abstand. Er weiß, irgendwann bremst das vordere Auto. Er weiß aber nicht, zu welchem Zeitpunkt er in die Eisen steigen muss. Trotz Vollbremsung des Vordermanns, Matthias kommt rechtzeitig zum Stehen. Ein halber Tacho Sicherheitsabstand reicht. Das ist kein gefährliches Halbwissen. Allerdings wusste ich natürlich auch, dass er irgendwann bremst. Außerdem war Matthias hochkonzentriert. Denn abgelenkt ist auch der halbe Tachoabstand zu wenig. Und damit zurück zu unserem großen Ablenkungsexperiment. Ist das Smartphone die größte Ablenkungsgefahr im Verkehr? Bisher ja. Aber auch Essen im Auto ist nicht ungefährlich. Ein Test steht allerdings noch aus. Das Navi während der Fahrt bedienen. Wenn ich jetzt da
drücke und gucke, da bin ich ja eigentlich auch ganz schön abgelenkt, oder? Mal gucken, was das für einen Wert ergibt. Zwar zeigen Navis beim Start immer Warnhinweise an, verboten ist die Nutzung aber nicht. Da, Fahrziel. Ich fahre jetzt mal zu Pro7. Ach du Scheiße. 1000 Orte, wo es das gibt, oder? Boah, das war knapp jetzt. Laut Gesetz darf der Blick nur kurz weg von der Straße auf das Navi. Während der Adresseingabe pendeln Matthias' Augen hektisch hin und her. Also, fand ich jetzt ganz furchtbar. Für mich war das jetzt auch kein großer Unterschied zum Smartphone. Das Ding habe ich jetzt zwar nicht in der Hand, aber ich war auch die ganze Zeit drauf fixiert. Das bestätigen auch die Zahlen unseres Eye-Tracking-Experten. Das war tatsächlich noch schlechter als das Smartphone mit nur 25% der Aufmerksamkeit auf der Straße. Mein Gott. Also 75% habe ich in dieses Navi geglotzt. Genau. Heißt umgerechnet 68 Sekunden. Das mobile Navi hat Matthias noch stärker abgelenkt als das Smartphone. Fakt ist, das Smartphone am Steuer gilt als Unfallursache Nummer 1. Und das, obwohl es beim Fahren verboten ist. Dass erlaubte Ablenkungen wie Essen oder Navi bedienen am Steuer weniger gefährlich sind, ist jedoch gefährliches Halbwissen.